Hallo Leute, heute in Elektrotechnik in 5 Minuten. Wie wandle ich eine Hexadezimalzahl in eine Dezimalzahl um? Wie mache ich sowas? Und wir haben wieder eine Beispielszahl, das ist die 31a im 16er System. So, wie wandle ich diese Zahl jetzt um? Und das mache ich ähnlich wie die Umwandlung von Dual in Dezimal. Ich schreibe mir hin, da ich beim Dezimalsystem eine Basis 16 habe, schreibe ich mir hin, ich habe drei Zahlen, schreibe ich mir die 3 mal 16 hin, dann habe ich die erste Zahl, fange ich hier mit 0 an, die zweite die 1 und die dritte hier die 2. Und dann brauche ich hier diese Vorfaktoren noch, das ist hier die 3 plus hier mal die 1 plus hier das a. So, dann kann ich mit meinem kleinen Taschenrechner das berechnen. 3 mal 16 ins Quadrat ist 768. Hier einmal 16 hoch 1 ist die 16. Und a, wisst ihr, a ist die 10, b ist 11, c ist 12, d ist 13, E ist 14 und F ist die 15. Und ich habe hier eine A, also habe ich hier diese 10 und 16 hoch 0 ist ja 1, also hier eigentlich mal 1, aber die lasse ich jetzt weg. So, und dann kann man das Ganze noch zusammen addieren. Das ergibt 768 plus 16 plus 10 ergibt 794 im 10er System. Hier im 10er System soll eine 10 sein. Genau. So funktioniert das. So, dann machen wir noch ein weiteres Beispiel. Und zwar 21BC im 16er System. Ja, läuft wieder ähnlich ab. Ich sage, okay, 16, 16, 16, 16, weil ich hier vier Zahlen habe. Beginne hier mit der 0. 0, nicht hier 0, das hier soll eine 1 werden, hier eine 2, hier eine 3. Dann schreibe ich diese Zahlen hier vorne ab. 2, 1 mal hier die B rein und hier die C rein. So, das ist alles verbunden mit einem schönen Plus. Und dann kann ich jedes Komponente einzeln berechnen. 2 mal 16 hoch 3 ergibt in den Taschenrechner, das kann ich leider nicht mehr im Kopf, gibt 8192 plus 16 im Quadrat, einmal 16 im Quadrat gibt 256 plus b mal 16 ist 11 mal 16, schreibe ich jetzt mal aus, und c mal 16 hoch 0, 16 hoch 0 ist ja 1 und c ist die 12. Also 12 mal 1 und das ergibt, wenn ich das noch ein bisschen zusammenforme, hier das einfach abschreibe, Zwischenschritt könnt ihr natürlich auch sparen, das ergibt hier 176 und hier 12 mal 1 ist die 12 und das alles in den Taschenrechner rein ergibt 8636 im 10er System. Und dann war es auch schon wieder. Jetzt seht ihr, wie ihr Hexadezimal in Dezimal umrechnen könnt. Ohne Probleme, geht ganz easy. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Euer Elektrotechnik in 5 Minuten.